Ja, hallo zusammen. Ja, man sehe und staune, hier ist der Astra. Stand jetzt ein paar Wochen hinten auf der Wiese. Sieht alles immer noch genauso aus. Kein Marder drin gewesen. Das ist nach so einer Motorreinigung auch ziemlich unüblich, dass sie da reingehen. Wie gesagt, ein Marder bekämpft nur Konkurrenten. Dem ist so ein Motor eigentlich völlig egal und Schläuche auch, also deswegen macht er das nicht. Der riecht Konkurrenten und dann geht das los. Bei den anderen Autos stehen die Hauben offen, weil ich da die Motoren nicht gereinigt habe und ich ganz gerne die Schläuche behalten würde. Ja. Sieht gut aus. Ich denke mal, jetzt mal damit anfangen. Heute nicht. Heute mache ich mir mal einen freien Tag. Ganz viele Bremsen, ein Zahnriemen, Spannrolle und so weiter und so weiter. Liegt alles hier rum. Wasserpumpe, Wasserpumpe, Spannrolle, Zahnriemen, Bremsen, Bremsbeläge. Einmal komplett rundrum. Ich habe beim Bearbeiten des Radlaufs, der ist auch noch nicht fertig, übrigens. Der ist immer noch schwarz. Ja, ich habe gemerkt, dass die Bremse gar nicht gut aussieht. Standzeit halt, ne? Das tut so im Auto nicht gut. Ja. Den gleich noch ein bisschen anders platzieren. Dann habe ich gemerkt, das sind gar keine Glühlampen in den Scheinwerfern drin. Das muss man sich auch erstmal leisten können. Da ist gar keine drin. Und ich wundere mich, dass das Licht nicht angeht. Ja. Was ich bei einem Bekannten noch machen werde. Machen wir jetzt mal das Licht an. Habe ich jetzt auch gesehen. Die Bremsflüssigkeit sieht gar nicht gut aus. Komm, geht auf. So. Okay. Nee, die ist neu. Warum ist denn die so dunkel? Die ist grün. Okay. Na denn. Ich werde mir so ein Ding mal ausleihen. Es gibt so Geräte, da kann man die messen, ob die noch tauglich ist. Wenn die nicht tauglich ist, fliegt die natürlich raus. Macht keinen Sinn, irgendwo einen Berg abzufahren und auf einmal ist die Bremse weg. Ist immer etwas unentspannt. Ja. Ja, Bremse. Es regnet natürlich. Was haben wir noch? Bremse. Heckklappe nochmal, die Leitung woanders langlegen, damit ich die ganze Verkleidung wieder zusammenbauen kann. Die anderen Räder drauf. Die Alufelgen. Ja, ich denke, dann haben wir es eigentlich relativ. Ja. Sonst hat er nicht viel. Ja, gut, Radlauf lackieren, Heckklappe überlege ich noch. Die Farben sehen sich doch schon verdammt ähnlich. Ja. Ich überlege ernsthaft. Die Farbe hätte ich da. Und viel ist es auch nicht. Da ist mehr Glasscheibe als alles andere. Plane hätte ich jetzt auch noch da. Habe ich gerade gefunden. Zum Abkleben. Mal gucken. Mal gucken, wie viel dabei rauskommt. Das hier werde ich auch noch wegmachen. Ja. Sind halt Sachen, die hinterm Rad liegen. Ne? Kann man verzinken, wie man will. Wenn es weggeschossen wird, ist es weg. Der Schutz. Jo. Aber wie gesagt, heute mache ich gar nichts. Ich muss nicht pro Tag 3 oder 4 Mal meine Frau über den Rücken laufen lassen, damit der wieder gerade ist. Diesmal verschiebe ich das Ganze auf morgen. Hetzt mich ja keiner. Das ist das Gute. Ja, Sprit hat er auch nicht mehr gehabt. Ich habe gerade erstmal frischen Sprit reingepackt. Sprang er sofort an. Das ist. Ach ja, stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja. Den Benzinfilter muss ich auch noch wechseln. Der ist irgendwo unten drunter. Hinten am Hinterrad, glaube ich. Dann, ja, beim Bremsen wechseln auch gleich den Kollegen mitwechseln. Ja, den habe ich drüben noch liegen. Ja, ich denke. Ah, man schaue da.
wer sich da eingenistet hat. Ja, tut mir leid, Leute. Das ist echt eine schlechte Stelle. Tja. Ich mache die Kofferraumhaube mal lieber wieder zu, bevor die drin sind. So sind sie außerhalb der Dichtung. Ja. Keine Ahnung, wo die herkommen. Aber da bleiben sie bitte auch. So. Ja gut, hier sieht man jetzt den Unterschied, ne? Wenn man von vorne guckt, sieht man es kaum. Hier sieht man blau zu silber. Ah, ich denke, Schriftzüge runter, kurz anschleifen, den Kennzeichenträger runter. Ich habe so Schleifpads für so eine schnelle Reparatur. Ja, und hier oben den kleinen Streifen. Dann wäre es das eigentlich, ja. Das, die Heckklappe, diese kleine Stelle an der Stoßstange. Wo irgendeiner mal hängen geblieben ist, mache ich auch gleich. Ich denke, ja, und wenn ich das hier weggemacht habe, wie gesagt, das bleibt alles nicht aus. Ist aber kein Todesurteil. Die meisten Leute würden das Auto jetzt schon auf den Schrott schmeißen. Der Verkäufer hat es ja auch letztendlich gemacht. Ich habe ihm den Schrottpreis dafür bezahlt. Ja, Sinn macht das alles nicht. Wirklich. Wie gesagt, der Wagen kann noch 10, 15 Jahre ganz bequem fahren, ohne dass irgendwas passiert, wenn man auf die Wartung achtet. Mal gucken. Ist jetzt auch schon ein paar Mal gelaufen. Ja, sieht schön aus. Ja, alles wunderbar. Nee, ist super. Tja. Ich verabschiede mich erstmal für heute. Das ist mir zu nass, zu ungemütlich und einen Tag Pause habe ich mir jetzt auch mal verdient, denke ich. Ist ja irgendwann auch mal gut, ganzen Tag unterm Auto rumzuliegen, über mehrere Tage, jetzt über mehrere Wochen mehr oder weniger. Ja, da kann man auch mal einen Tag aussetzen. Ich kenne ja sonst auch kein Wochenende oder einen Feiertag oder so, aber jetzt ist mal gut. Bis zum nächsten Mal. Also bis zum nächsten Teil des Videos, ne? Das ist jetzt nicht das Ende. Bis dann. Ja, hallo zusammen. Ja, wie man sieht, bin ich gerade dabei, die Räder abzumontieren. Mein Kater dreht durch. Na, ich denke mal, man sieht relativ deutlich, warum ich hier neue Bremsen einbauen muss. Ja. Das hat mit Wollen noch nicht mehr was zu tun. Das ist Standschaden. Definitiv Standschaden, da machst du nichts mehr dran. Irgendwann ist es auch mal vorbei, ne, mit der Reparaturfähigkeit. Und hier machst du nichts mehr dran. Das ist eine Scheibe, die hat es weit hinter sich. Und bevor hier irgendwie anfängt, mich wundert sowieso schon, dass der Bremssattel nicht hängt, weil die machen das gerne. Ja. Insofern ist das Ding wohl eigenermaßen gepflegt, aber ja, das geht nicht mehr. Da macht man nichts mehr dran. Und der TÜV wird mir auslachen. Ich ihn auch, wenn er mich durchlässt. Ja, und die vorne ist halt rumstehen, ist auch nicht so. Die Hauptaufgabe von Bremsen. Und ja. Nein. Dafür sind die anderen zu billig, muss ich sagen. Dass man hier irgendwas versucht oder sowas in der Richtung. Ich denke, das Untermaß ist auch längst erreicht. Belege, ja gut, die hätten noch ein bisschen können, aber wenn es einmal alles in den Fingern hat, dann macht man auch alles. Ja. Die Bremsschläuche werde ich mir gleich nochmal angucken. Und dann gibt es noch einen gemeinen Verteiler in Bezug auf Bremsschläuche, beziehungsweise eine Bremsleitung. Aber die sieht hier relativ gut aus, muss ich sagen. Ja. Feder. Bei der Gelegenheit mal gleich angucken. Feder sieht gut aus.
ist vollständig und nicht gebrochen. Das ist gut. Ja, ansonsten scheint hier nicht viel zu sein. Er fährt traumhaft, ne? So ist es nicht. Macht halt tierisch Lärm beim Bremsen. Wenn ich mir die hinteren Bremsen so angucke, ist das kein Wunder. Ja, ansonsten scheint er mir gesund zu sein. Ja. Sieht gut aus. Ja, ich sag ja, die Grundstruktur des Fahrzeugs ist ohne Mängel. Aber Standschaden. Ne? Lass das Auto nicht stehen. Vor allen Dingen nicht draußen. Vor allen Dingen nicht über Wochen oder Monate. Das tut denen nicht gut. Und wenn, dann kalkuliert neue Bremsen mit ein. Egal, welche Bremsen ihr da drauf schraubt. Ist völlig irrelevant. Ne? Die Dinger sind ungeschützt und rosten. Fertig. Das ist Stahl. Hochlegiert. Sehr kohlenstoffhaltig. Ne? Was will man da erwarten außer Rost? Ne? Und irgendwann ist vorbei mit Freibremsen. So, holen wir jetzt mal das Werkzeug zusammen und dann sehen wir weiter. Ja, ich denke, insgesamt gesehen wird es wirklich Zeit. Ja. Tja, gute Nachricht, die Kollegen hier sind freigängig. Die sind dafür verantwortlich, wenn der Bremssattel hängen bleibt. Na, wenn die nicht gepflegt sind bzw. regelmäßig gewartet werden, ist das meistens der Grund dafür, dass die Bremse hinten hängen bleibt. Ansonsten keine großen Befunde. Es scheint alles relativ in Ordnung zu sein, aber das werden wir erst richtig sehen, wenn alles auseinander ist und weil es sauber gemacht haben. Das ist natürlich massiv übel hier. Es hängt alles, alles blockiert. Das ist alter Schwede. Ja, wie gesagt, vernünftig zusammenbauen, dann passiert sowas nicht. Ist nicht schön. Zu Deutsch, ich muss da mit dem Hammer dran. Ja. Hier unten, hier oben, es gibt Bremsenmontagepaste. Mittlerweile benutzt man keine Kupferpaste mehr. Kann man aber auch noch nehmen. Ne? Immer noch besser als Belege, die hier irgendwann mal festfressen und ständig an der Bremse bleiben. Der Kolben war nicht mal dran. Ne? Ich konnte den so runterziehen. Das ist halt Korrosion. Das kann man wirklich verhindern. Ja. Werden wir gleich sehen, wenn ich das wieder zusammenbaue, was ich damit meine. Ja. Aber letztendlich, wie gesagt, ist ein Standschaden. Da kann eigentlich keiner wirklich was für. Jetzt muss ich gleich mal meinen Spezialschlüssel nehmen und den Bremssattelträger runternehmen. Ich hoffe, die Schrauben funktionieren noch. Die sehen auch nicht besonders gut aus. Naja, kann auch Dreck sein, ne? Wie gesagt. Dreck, Korrosion. Ja, hier lohnt sich Pflege auch. Soll man nicht glauben, ne? Okay. Ich hole mal den Hammer und hole mal den ganzen Scheiß da raus. Ja, für die Schrauben am Bremssattelhalter verwende ich am liebsten den hier. Den habe ich mir mal irgendwann gekauft. Ist eigentlich nur für Opel zu gebrauchen. Ich glaube, die andere Seite war für Signum etc. Ja, die hier ist für Astra. Bremssattelhalter habe ich jetzt runter. Und damit gehen wir jetzt erstmal zur Werkbank, weil so können wir die nicht mehr einbauen. Ja. Korrosion und so weiter. Übrigens macht das dem Ding hier nichts aus, wenn das hier so hängt, ne? Man könnte jetzt hochprofessionell das Ding hochhängen, macht aber keinen Sinn. Da unten ist nämlich noch die Handbremse dran. Also kann das Ding gar nicht runterfallen. Hier ist überhaupt kein Zug drauf. Nicht, dass einer hinterher schreibt, so von wegen, warum hast du das Ding nie aufgehängt? Brauche ich nicht. Braucht man wirklich nicht. Da ist genug Stabilität drin.
Mal abgesehen davon, wenn ein Bremsschlauch davon kaputt geht, wenn ein Bremssattel runterhängt, muss er sowieso ausgetauscht werden. Normalerweise könnte man fast das Auto dranhängen. Die Dinger sind ziemlich stabil. Also ein hängender Bremssattel ist kein Indikator für einen späteren Schaden. Beziehungsweise keine Begründung. Das ist Quark. Entweder ist das Zeug porös oder ist es nicht porös. In dem Fall ist es absolut in Ordnung. Ne? Ja. Da mache ich mir also gar keine Sorgen. Und jetzt zur Werkbank. Ja, den Bremssattel einzuspannen macht jetzt keinen großartigen Sinn. Der sieht so richtig bescheiden aus. Ja, die beiden ziehen wir mal raus. Staubschutzmanschetten sind in Ordnung. War auch gutes Fett drin. Finde ich gut. Hier will die Manschette nicht runter. Ah, da ist sie. Ist auch in Ordnung. Hätte ich auch zur Not neu da, aber warum? Ist da. Funktioniert. So. Die werden neu eingefettet. So, jetzt haben wir den Bremssattel an sich hier. Ach, den Sattelhalter. Und sämtliche Laufflächen, wo die Belege drin laufen, sind komplett tot. Dann nehmen wir uns eine handelsübliche Bohrmaschine. Also ich mache das so. Ich wollte zwar immer schon so ein Drahtbürstenrad haben, aber habe bis jetzt noch keins gefunden, was nicht entweder riesig groß oder mikroskopisch klein ist. Das ist das Problem. So eine Mittelgröße wäre schön. Verzeihung. Die Bohrmaschine war billig und hält schon seit Ewigkeiten. Ich mache das ständig mit der. Die kennt das schon. Muss nur aufpassen, dass die Kühllüfte, ach die Lüftungsschlitze frei bleiben. Ja, so richtig viel seht ihr nicht. Das blöde Fenster ist natürlich voll im Weg. Ja, jetzt nimmt man sich eine Drahtbürste. Kann erstmal zur grundsätzlichen Reinigung sehr aggressiv sein. Ja, ich denke, er kann sich jetzt wieder sehen lassen. Jetzt werden noch die beiden Hülsen, wo die beiden Hülsen drin sind, sauber gemacht. Bremsenreiniger, auspusten. Ja, die Laufflächen der Belege. Das mit dem Hammer ist übrigens nichts weiter als diese Rostplacken, die überall entstehen auf solchen Materialien. Hier sieht man die noch zum Beispiel, aber hier ist unwichtig, ob da jetzt eins ist oder nicht. Ja, diese Rostplacken wegzukriegen. Hier sieht man das ganz gut. Ja, sind so Erhebungen drin. Moment, ich mache mal Licht an. Vielleicht sieht man das ein bisschen. So, hier sind so Erhebungen drin. Ja, das ist das, was der Rost quasi von der Oberfläche wegsprengt. Eigentlich geht es dem Ding gut. Jetzt haue ich da zweimal drauf. Mehr ist das nicht. Also ich habe nicht auf dem Sattelhalter drauf rumgekloppt. Wie wahnsinnig. So, wenn man jetzt einmal rüberbürstet, sieht man gleich, die Rostplatten gehen weg. Ne? Mehr ist das nicht. Ja.
Ich würde das Ding gerne sandstrahlen. Das Problem ist, ich habe keinen Sandstrahl, keine Sandstrahlkabine. Und ich habe auch nur, wie heißt das Zeug? Soda da. Soda da. Ich habe nur Soda hier. Also mehr so für Ansaugsysteme und sowas in der Richtung. Ja. Nee. Ich denke, das reicht so. Wie gesagt, die Belege laufen sowieso nicht wirklich hier drin, sondern in diesen Blechen. Aber so sollte das erstmal ganz gut sein. Den Sattel mache ich gleich noch ein bisschen sauber. Wie gesagt, diese beiden Schiebehülsen. Es gibt Reparatursätze zum Beispiel. Ne? Hier in diesem Fall nicht wirklich nötig. Die sind recht sauber. Waren eingefettet, waren leichtgängig. Also kann man die wiederverwenden. Die macht man richtig schön sauber. Und dann sieht man, die Oberfläche ist vollkommen in Ordnung. Da hat nichts gefressen. Das gleiche mit der hier. So, Oberfläche komplett sauber, nicht gefressen. Staubschutzkappe ist sauber, keine Risse. Also kann da mit neuem Fett alles wieder zusammengebaut werden. Ich weiß, es gibt immer Leute, die wissen das ganz doll besser, aber dann sollen sie das bitte bei ihrem Auto machen und mich damit in Ruhe lassen. Ich fahre mit unseren Autos, mit ne, der Land Rover hat ein Gesamtgewicht, wenn wir mit vollbeladenem Anhänger fahren, mit 5 Tonnen. Und ich mache die Bremsen selbst. Ich habe sämtliche Sättel damit gemacht und wir haben 4 Kolbenbremsen an der Vorderachse und 2 Kolben an der Hinterachse und ich habe da alles selbst gemacht. Beziehungsweise meine Frau macht das in der Regel. So wie ich das mache, macht die das auch. Und wir haben noch nie Probleme gehabt und der Wagen hat nicht mal innenbelüftete Scheibenbremsen vorne. Ja, Land Rover hat Humor. Er bremst nicht wirklich, er verzögert, sagen wir mal so. Er wird langsamer. Also solange er langsamer wird, sind die Bremsen in Ordnung. Scherz. Ne, er bremst ganz gut und ziemlich gleichmäßig. Also denke ich schon, dass ich das richtig mache. Also wie gesagt, es gibt immer Leute, die müssen das überperfekt alles zusammen basteln und am Ende funktioniert es dann trotzdem nicht. Einfach mal die Logik hinter so einer Bremse verstehen. Dieser Halter hier, ob der jetzt verrostet ist oder ob der nicht verrostet ist, das ist völlig irrelevant. Ich mache den Rost ein bisschen weg, vor allen Dingen in den Laufflächen, dass die Sättel sich nicht, ach, die Belege sich nicht verklemmen können und durch diese Rostplacken, ne, Rost expandiert, werden diese Bleche hochgeschoben und dadurch blockieren die Belege. Das ist alles. Wenn die Schiebehülsen in Ordnung sind, ist das der nächste Verdächtige. So, und wenn wir das damit eliminiert haben, jetzt können wir auch einen neuen Sattelhalter nehmen, das ist völlig egal. Auch der verrostet später wieder. Das ist Pup. Völlig irrelevant. Ja, dann werde ich jetzt mal den Rest machen. Leider ohne euch. So, die neue Bremsscheibe ist drauf. Ja, hier kann man jetzt ganz gut sehen. Das habe ich ein bisschen vorbereitet. Das war da offensichtlich vorher nicht drunter. Die Clips sind sogar in Ordnung. Wenn keine Feuchtigkeit drankommt und kein Sauerstoff, kann es auch nicht mehr aufrosten, zu Deutsch. Da passiert jetzt nichts mehr. So, da drin laufen jetzt die Bremsbeläge. Und darunter ist jetzt vor Rost geschützt. Ansonsten sitzt da die ganze Zeit die Feuchtigkeit drunter und arbeitet vor sich hin. Das wollen wir nicht. Keine Feuchtigkeit. Blöd. Rost auch blöd. Ne? Deswegen beim Einbau immer, ne, zumindest rudimentär darauf achten, dass man das vermeidet. Deswegen habe ich die Dinger hier oben sauber gemacht. Da kommt jetzt der nächste Clip drauf. Ja. Wir wollen ja, dass es ein bisschen länger hält als das letzte Mal. Ich habe ja keine Ahnung, wie lange es gehalten hat. Es ist mehr oder weniger auch eher verrostet, als dass es verschlissen war. Die Bremsbeläge hätten eigentlich noch ein bisschen gekonnt. Und so. Die hätten noch ein bisschen gekonnt, ne? Aber da hat sich die Rostnarbe so reingefressen. Und sie haben halt gehangen. Das bleibt halt irgendwann nicht aus.
Deswegen vernünftig zusammenbauen. Auch wenn da Anti-Quietsch-Pads drauf sind oder auch nicht. Hier sind sie nicht drauf, Gott sei Dank. Servicepaste. Von mir aus auch Kupferpaste. Ist mir Lattenbums. Hauptsache, es wird ein bisschen vor Korrosion geschützt. Und es kann vernünftig da drin laufen. Ja, ich weiß, Kupferpaste benutzt man nicht mehr, bla 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 bla. Keramikpaste ist mir scheißegal. Hauptsache geeignet für Bremsen und rein damit. Ne? Nicht trocken zusammenbauen, das können einige echt nicht gut. Ja, ich mach mal weiter. So, und im Idealfall sieht das Ganze jetzt so aus. Ja. Sieht die schön aus, hält aber lange. Wie gesagt, ihr könnt mich da gerne kritisieren, aber ich mache das schon immer so und meine Autos bremsen immer. Ja, auch hochbelastete Fahrzeuge. Also von daher, macht was ihr wollt. Ich mache das so und es funktioniert immer. Ja. Ja, wie man jetzt recht gut sieht, die Bremse fertig. Das Rad ist noch runter. Sehr praktisch. Und ja, es bleibt einfach nicht aus. Wie gesagt, hier drehen sich Räder. Man kann sich zu Tode verzinken in so einem Auto. Das wird nicht auf lange Frist funktionieren ohne Pflege. Zumal irgendwann ist der Zink aufgebraucht. Zu Deutsch müssen wir den Radlauf ein bisschen nacharbeiten. Machen wir mit dieser Scheibe hier. Gar nicht das große Problem, dass das Auto rostet. Das passiert halt. Wird kaum ein Auto finden, was das nicht macht. Aber die Frage ist, wie geht man damit um? Man sieht hier, das Blech ist eigentlich noch stabil. Diese Unterrostung ist Firlefanz. Da ist nicht viel hinter. Lässt man das allerdings so, bleibt das nicht so. Das ist das Problem. Eigentlich ist da nichts. Problem, wenn Fahrzeugpflege irgendwo in die falsche Richtung geht.
beziehungsweise hier ist eine Reparatur richtig versiebt worden. Hier ist schon ein bisschen Spachtel drauf. Ich tippe mal, der hat irgendeine Reparatur hier gekriegt. Hier sind auch Aufblühungen an Stellen, die total unüblich sind. Von daher ist mir schon ziemlich klar, hier sind Schleifspuren am Stoßfänger. Da ist mal eine Reparatur gewesen. Ich tippe mal in Bezug auf Rost, weil ich sehe keine Schweißnaht oder sowas in der Richtung. Also einen neuen Radlauf hat er nicht gekriegt. Ne? Bitte kein Spachtel aufs blanke Blech. Wie gesagt, eigentlich ist da nichts. Also das Blech ist stabil. Die Seite ist sogar noch besser als die andere. Ist mal lackiert worden. Ja, hier sieht man die Schleifspuren. Ja, also muss ich den wohl auch neu lackieren. Da war ein ganz großer Experte dran. Ich werde mal die Rostnarben wegmachen und einen neuen Lackaufbau machen müssen. Hätte ich mir gerne gespart, aber man sieht es ja hier. Moment, ich schnapp mir mal das Stativ. Hier sieht man das. Im Plastik sieht man es natürlich noch besser. Aber hier oben sieht man es auch. Die Lackierung ist gar nicht mal so schlecht geworden, aber die Vorbereitung war ultra übel. Und Rost an diesen Stellen ist eigentlich total unüblich. Das kommt nicht von innen, das kommt aus dem Lack. Innen ist alles stabil. Ne? Der Radlauf ist auch stabil, aber ne, irgendeiner hat da Mist gebaut. Das ist nicht so wirklich schön. Ja, also bedeutet das, ich muss den Lack hier auch entfernen. Und neu aufbauen. Naja. Ja, wie man jetzt hier sieht, da war ein Rostpickel. Und das Metall ist komplett gesund. Hier ist nicht mal eine Pocke oder sowas in der Richtung da. Ich denke mal, ich mache das hier mal in Bezug auf Spot Repair ein bisschen einfacher. Ja, jetzt nehmen wir den da. Ja, ebenfalls nichts hinter. Da ist kein Rost. Das ist das Witzige. Naja, am Ende ist es besser, einmal reinzugucken, ne? Einmal wegschleifen, einmal reingucken. Aber ja, es reicht wirklich, wenn man da, naja, wie gesagt, ich sage ja immer, nicht auf Metall spachteln. Ne? Dieser weiße Spachtel besteht aus Kreide. Kreide und Harz. Ja. Das kann nichts werden. Das zieht Wasser. Und zwar nicht zu knapp. Das ist wirklich ein echtes Problem bei diesen Autos. Bei jedem Auto. Ja, das ist
kann man sich sparen. Das wird nichts. Ja. Ja, was er sich dabei gedacht hat bei der Lackvorbereitung, weiß ich auch nicht. Das werde ich alles runterschleifen, bis auf eine homogene Fläche und dann neuen Lack aufbauen. Ah, hier ist auch noch, Pocken. Ja, nix. Absolut nichts. Ja, nicht mal verletztes Blech oder sowas in der Richtung. Normalerweise erkennt man das ganz gut, dass da irgendwelche dunklen Stippen drin sind, wo dann praktisch eine Rostnarbe ist. Aber hier ist absolut gar nichts hinter. Das ist wirklich nur Spachtel gewesen, der hochgekommen ist durch Feuchtigkeit, die darin gebunden war. Ja, klar. Wenn Feuchtigkeit da drin ist, ja, es braucht nur einmal warm werden. Das Ganze expandiert, hebt es den Dach Lack an. Das ist normal. Und alle anderen denken jetzt, oh Gott, der Radlauf, der fängt an zu rosten. Gut, hier war natürlich, klar, ne? Ein bisschen Unterrostung war da, aber das ist alles gesund. Ja. Das ist mal ein Experte gewesen, der das lackiert hat. Ja, bis hier oben hat er nicht lackiert. Er hat wirklich nur den Radlauf gemacht. Ich merke hier eine Abklebekante. Naja, solange es nicht mehr ist, selbst ein neuer Radlauf wäre jetzt nicht wahnsinnig teuer. Die kosten, glaube ich, 15 Euro das Stück. Gehen bis unten hin und ja. Was mache ich jetzt? Ich würde sagen, Schwingschleifer. Vorher hier oben abkleben. Weil hier muss ich nichts machen. Auch hier hinter ist nichts. Kein Problem, nur hier. Und es ist auch nicht viel Spachtel, das hätte er sich auch klemmen können. Das verstehe ich von vornherein nicht. Ich habe drüben ja den ganzen Spachtel runtergeschliffen, bis aufs nackte Blech. Und ich habe da nicht eine Unebenheit drin festgestellt. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Ich verstehe das nicht. Sehr seltsam. Da war alles gerade. Ich habe ja jetzt schwarz lackiert, jetzt sieht man das relativ deutlich, ob da irgendwelche Vertiefungen oder Erhöhungen sind. Nö, nix. Ja, das sind so Sachen, manche Leute sollten einfach die Finger vom Auto lassen. Malt Möbel an oder sowas in der Richtung. Das wäre vielleicht sinnvoller. Ja. Spot Repair kostet nicht die Welt. Ne? Wenn wirklich mal irgendwas sein sollte oder so, ich glaube, pro Schaden mit ein bisschen Lackieren oder sowas 160 Euro, das lohnt sich. Ja? Selbst wenn man alle 2 Jahre, was weiß ich, ein Tausender ins Auto steckt, ist immer noch billiger als ein neues. Ja? Einmal die Technik überprüfen lassen, läuft das noch weiter? Ja, passt, super, weiter. Ja. Und wie man bei meinem Auto sieht, das Auto hat mal 850 Euro gekostet, ne? Vor 3 Jahren. Ich habe den ja ein Jahr stehen lassen. Ja, natürlich macht das keinen Sinn, wirtschaftlich gesehen. Ne? Aber so ein Auto ist ein Investment, ne? Das steht jetzt da. Das Auto hier läuft vernünftig. Ne? Fährt vernünftig, läuft vernünftig, ist bequem, verbraucht nicht viel. Warum soll man das wegschmeißen? Verstehe ich nicht. Deswegen verstehe ich auch solche Reparaturen nicht. Das, ja, schnell, schnell, billig, billig, ist eh bald tot. Sehe ich nicht so. Ja. Die Grundsubstanz des Autos ist kernig, absolut. Da ist nichts auszusetzen in dem Auto. Die Ersatzteile sind billig, selbst wenn ich jetzt keine billigen Bremsen genommen hätte. Die Ersatzteile für solche Volumenmodelle sind saubillig. Markenware. Ja, das ist billiger kann man nicht Auto fahren. Und sie sind da. Ja, ja, ich werde mal jetzt darüber sinnieren, während ich die vordere Bremse anfange, was ich hier jetzt genau mache.
Ja, runterschleifen wird wohl alternativlos sein, wie man so schön sagt. Auch hier die Stelle werde ich wohl runterschleifen müssen. Gut ist anders. Darf, wie gesagt, auch gerne ein bisschen länger halten, das Auto. Und von daher denke ich mir, ich sollte das vielleicht mal machen. Ja. Okay, dann bis gleich. Ja, ich habe jetzt gedacht, dass mit den Radläufen, vielleicht hat das irgendwas, vielleicht sind die irgendwie wellig von einem Unfall oder sowas in der Richtung. Das Einzige, was ich hier finde, sind Parkrempler. Diese Dinger sind aus Kunststoff, ne? Da, wo hinten an der Stoßstange keine Farbe mehr drauf war, ist wohl mal irgendjemand von der Kupplung abgerutscht. Also ist kein Schaden, ne? Großartig. Der ist kaputt. Die Stoßstange nehme ich jetzt auch von dem anderen. Das Ding hier oben werde ich auch rausbauen. Ist genietet. Ja, das erscheint mir sinnvoller. Ja, dann werde ich auch gleich mal hier unten alles erdrosten und auch hier. Ja, das sind so die Sachen, die man nie sieht. Ja, das ist das Problem. Ja. Nee, bis jetzt sehe ich nur Parkrempler. Also das ist auch nicht der Grund für die Radläufe, für die Spachtel leider dran. Hier zum Beispiel hat er gar nichts abgekriegt. Dreckig, aber nichts dahinter. Hier kann ich das Ding drin lassen. Ja. Nee. Ja, entrosten. Ist klar. Sauber machen, hinter den Lampen und so weiter. Darf ja gerne mal trocken bleiben im Kofferraum. Auch das kann man gerne öfter mal machen. Ne? Einfach mal abmachen, ja, sauber machen. Schön mit Waffenöl einschmieren und die Lampen wieder rein. Ja, ist schon ein wesentlicher Unterschied. Ne? Hier habe ich alles sauber gemacht. Hier saß die Lampe drin. Ja, Korrosion haben wir hier, logischerweise. Aber es hält sich in Grenzen, muss ich sagen. Ich werde das abschleifen. Hier werde ich auch nicht großartig lackieren, das ist hinter der Stoßstange, also ne, Pup drauf. Ja. Passiert halt. Ja, deshalb immer dranbleiben. Diese ganzen Clips und sowas, alles in der Richtung, was dabei jetzt kaputt gehen kann, gibt es alles beim Händler. Ist also harmlos. Kostet auch nicht viel. Ja. Ist auch nichts durch oder sowas in der Richtung. Das sind alles nur. Ja. Ist eigentlich nichts. Den Hohlraum hier hätten sie sich echt klemmen können, muss ich sagen. Aber witzigerweise rostet er genau da nicht. Aber da drunter. Das hängt auch schon wieder schön im Wind. Ja. Da wird das einfach abgeschliffen. Da kommt der Löwe drauf. Da kommt dann Decklack drüber. Irgendeiner. Es ist hinter der Stoßstange, es sieht kein Schwein. Ne? Also, wollen wir nicht übertreiben. Okay, ich mach mal weiter. Wie man jetzt hier sieht, das ist das Schlachtfahrzeug, von dem auch noch die Felgen kommen werden. Die Heckklappe gekommen ist. Ich brauche ein paar Teile von der Stoßstange und die Stoßstange. Ja, das ist der mit dem Seitenschaden. Der ist vom Rost her sogar noch besser als der Empfänger, sozusagen. Und der stand jetzt ein paar Monate. Zum Thema, der ist scheiße, der Wagen. Erzählen ja immer die üblichen Alpha-Kevins. Ja, Opel, nee, mach das mal lieber sein. Nee, nee. Der ist immer gepflegt worden. Der Unfall hat ihm das Leben gekostet. Letztendlich ist der Wagen nicht schlecht. Der fährt einwandfrei. Also wie viele Kilometer hat er jetzt runter? 219.000. Es ist für den Motor nichts. Das ist ein 16-Ventiler hier, mit 100 PS. Ja, Zahnriemen, Ölwechsel, Kerzen, das war's. Ja. Tja. Ja, riesiger Stapel Rechnungen,
Das ist immer schön da gewesen. Jahresinspektion und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist ohne Ende Rechnungen, Wartungsarbeiten. Tja, lohnt sich halt nicht. A, ist es ein Zweitürer, Schrägstrich Dreitürer. Die will eh keiner haben. Das ist ein Problem. Und mit dem Seitenschaden, das lohnt sich nicht. Ja. So viel kriegt man für die Autos jetzt auch wieder nicht. Aber in diversen anderen Fahrzeugen kann er ja weiterleben. Also von daher alles nicht ganz so schlimm. So, hier hinten trocknet jetzt die Rostschutzgrundierung. Diesmal mal in weiß. Ja, da sind Läufer. Abgerutscht. Aber wie gesagt, es ist hinter der Stoßstange. Ich werde da sowieso locker ein Kilo gefüllt. Hohlraumwachs drauf nageln, damit hinter der Stoßstange nicht mehr so viel passiert. Von daher ist das ziemlich Latex, was da passiert. Ja, das ist ziemlich egal. So. Hier haben wir eine komplett neue Bremse. Ich habe alles abgenommen. Ja. Darum kümmere ich mich später, damit ich bis hier hinten reingucken kann. Da ist noch jemand, der müsste eventuell mal bearbeitet werden. Das ist hinter so einem Rathausschutz. Aber ansonsten sieht der Wagen wirklich sehr kernig aus, muss ich sagen. Hier ist nichts. Gar nichts. Ja. Und hier ist auch nichts. Ich verstehe es immer noch nicht. Ich entdecke nichts. Naja. So, vorne die Bremse ist auch komplett gemacht. Sorry, dass ich da kein Tutorial draus mache, aber ne? Es gibt Menschen, die machen das danach, machen irgendwas falsch und verklagen einen dann. Gibt's wirklich? Brauche ich nicht. Ne? Ich mache das so, wie es hier, ne? Wie ich es mache, und jeder soll sich selber erkundigen, wie es geht. Am besten vorher lernen. An Bremsen darf nämlich nicht jeder dran. Zu Recht. Mittlerweile gibt es ja Werkstätten, die haben nicht mal mehr eine Meisterkonzession, das sogenannte Tankstellengewerbe. Das ist meiner Ansicht nach sehr gefährlich. Mittlerweile darf sich auch jeder Hinz und Kunz Gutachter nennen. Es wird langsam gefährlich. Ja. Wenn jeder jetzt Sachverständiger ist, und ich kenne solche Sachverständigen, die verstehen mal gar nichts von der Sache. Ja. Das ist irgendwie so ein komischer Lehrgang. Jobcenter bezahlt sowas. Lass mal, Leute. Das geht gar nicht. So. Ich denke, für heute mache ich Feierabend. Ich habe nämlich Hunger. Und die Nudeln sind schon auf dem Herd. Ich denke, die Seite bremsen schon erledigt. Der Wagen steht übrigens nicht immer noch auf dem Wagenheber, ne? Vorne ist das gleiche in grün. Der steht nicht auf dem Wagenheber. So schlimm wird es noch nicht. Solange halten das die Wagenheberaufnahmen in der Regel auch nicht aus. Die sind auch nur zum Radwechseln da. Ja. Okay. Ich denke, ich mache das Video fertig. Ihr habt einiges zu gucken. Viele haben sich den Astra gewünscht. Da ist er. Da ist er wieder. Übrigens, diese Scheibe hier ist sehr zu empfehlen. Nimmt kein Material weg, nur Lack. Und Rost. Finde ich gut. Ja. Hier hinten werde ich auch nicht großartig Farbe verschwenden. Hier hinten gibt es ganz schlicht und ergreifend Silber. Ich habe noch Rallye-Silber gefunden. Ja. Ein bisschen muss ich hier noch richten von diesem Parkschaden. Ja, man sieht es eigentlich, von innen sieht man es kaum. Aber wie gesagt, ist alles hinter der Stoßstange. Ich will nur dieses Ding hier rauskriegen. Das geht nämlich sehr schnell, dass sich so eine Falz verzieht. Naja, Parkschaden, das ist eigentlich nichts gewesen. Von außen. Das hier ist der Schaden. Das ist der Schaden. Hier drin hat sich leider das Ding, hat wohl nicht so richtig funktioniert, muss ich sagen. Und hat hinten ein bisschen gestaucht. Aber auch das erklärt immer noch nicht die Radläufe. Das betrifft nur das Heckblech.
Nicht mal die Kofferraumdichtung, eigentlich gar nichts Großartiges. Es ist einfach nur eine Delle, die ich rausmachen möchte. Hier ist es heile. Hier ist minimal drin. Also, das ist nicht tief. Sieht auf der Kamera vielleicht tiefer aus, als es ist, aber ne, selbst die Sicke sieht man noch. Da ist eigentlich nichts passiert. Ich werde jetzt auch nicht die Vorbesitzer anrufen und fragen, was da los war. Ja. Nö, mache ich nicht. Ich werde es reparieren. Das werde ich rausziehen. Das machen wir morgen. Rausziehen. Ne? Nicht von innen mit dem Hammer draufhauen. Das mache ich nicht. Ja, es gibt da einen Trick und den zeige ich euch morgen. Aber erstmal muss der Wagen wieder auf die Räder. Der muss nämlich andersrum stehen. Für die Aktion. Ne? Das ist wirklich nichts. Aber sobald man hier irgendetwas im Gefüge verändert, fängt hier oben diese Falz an sich zu verbiegen. Wenn ich das jetzt wieder rausziehe, ist die Falz hinterher wieder gerade. Das ist Karosseriebau ist eine sehr eigenartige Geschichte. Wie gesagt, unten nichts. Unten ist absolut gerade. Ja. Der Stoßstangenpuffer ist für den Arsch, würde ich sagen. Ja, deshalb mag ich diese Stoßstangen auch nicht. Richtige Stoßstangen sind mir dann doch ein bisschen lieber. Wenn die irgendwo gegenfahren, sind sie kaputt. Aber nicht das Auto. Da sieht man an der Stoßstange gar nichts, bis auf ein paar Punkte. Und dahinter ist das Auto mit einer Beule versehen. Den Sinn dieser Stoßstange verstehe ich nicht so ganz. Egal. Okay, ich wünsche euch eine angenehme Nachtruhe. Viel Spaß beim Video und bis zum nächsten Mal.